auf Sendung. Herzlich willkommen hier in Amsterdam. Heute habe ich die Ehre, nach England zu fahren. Und ich grüße erstmal ganz, ganz lieb den Basti. Hallo, viele Grüße aus Tschechien. Tschechien, wo geht's hin? Ich fahre jetzt zu den Wiener Würstchen. Nach Wiener Würstchen? Mit 21 Tonnen Erbsen. Oh, ich auch. Mit einem Coca-Cola-Auflieger. Was macht Coca-Cola mit Erbsen? Weiß ich nicht. Kann ich dir nicht genau sagen, was die mit Erbsen wollen. Okay. So, machen wir das mal aus hier. Navi wieder an. So, wir haben festgeladen und werden wir jetzt mal nach England fahren. Ich bin mal gespannt, wie viel Ferngebühr ich bezahle heute. Ja, wir brauchen genau 20 Stunden bis dahin. Oh, ich brauche nur 4 Stunden 38 Minuten. Also wird das heute über zwei Ports gehen. Werde unterwegs mal eine Pause machen. Und werde dann im nächsten Port dann weiterfahren. Jo. Und ich muss tanken nachher. So, die Zeit nehmen wir uns heute für den Ehrentag nach London, Edinburgh fahr ich. Das ist noch weit, weit höher als London. Siehst du, es war gar nicht so schlecht, dass ich gedankt habe. Keine Tankstelle in der Ecke oder was? Na nee, aber ich habe gleich mal an Holland gedankt und es ist sowieso billiger hier. Ja. Muss. Wer weiß, was ich dann in England bezahlen würde? Wer weiß? Ich weiß nur, dass ich jetzt noch 6 Stunden fahren darf und dann muss ich Pause machen. Aber ich darf sowieso keine Pause machen, weil ich muss heute noch mit den Erbsen ankommen. Okay. Mhm. Ich habe 46 Stunden Zeit. Toll. Ja, du fährst aber über das Wasser, ne? Ja. Das musst du mitberechnen. Das sind auch nochmal 8 Stunden. Ja, wenn ich halt mal ein bisschen später komme, dann ist das halt so. Ich muss ja nach dem Wetter gehen. Es hat sich wohl ein bisschen verbessert hier in Holland, aber wer weiß, wo es woanders wieder schlechter aussieht. Das stimmt. Ja. Und wie gesagt, ich fahre ja hier und nicht auf Druck. Ich bin gegen Mittag da. Also wie gesagt, ich mache heute hier 2 Ports draus, weil es geht leider nicht anders. Bei ungefähr 20 Stunden Fahrt schaffen wir das nicht in einer halben Stunde. Nee. Und wir suchen uns dann nach einer halben Stunde einen schönen Parkplatz aus, wo wir dann die Nacht verbringen. Oder dann auf der Fähre, ich weiß es noch nicht. Ich denke mal, auf der Fähre werden wir dann Pause machen. Oder auf dem Parkplatz, wo wir dann auch immer sind. Ich freue mich. Und du fährst in die Berge? Jo, ich habe Bäume. Ich habe überall Bäume. Mhm. Und fahr durch die Berge durch, hinten rein, zu den Wienern. Na, das ist schön. Ja. Hast du so gerade, dass ich ein bisschen weiter hochkomme? Ne, wo ich sowieso gerade in Tschechien bin. Hm? Dachte ich mal, ich fahre noch ein bisschen weiter hoch. Ja, gut. Du kannst ja dann noch weiter runterfahren, nach Italien. Habe ich noch nicht offen. Ach so. Ich muss mir erstmal gucken, dass ich mir einen Motor runterladen, wo ich sogar noch weiter runterkomme. Aber zurzeit gehen die TSM-Maps gar nicht. Also das Problem habe ich zumindestens. Ja, so. Ich muss noch ein bisschen weiter rüber. Ich nehme bald 2,5 Straßen ein mit meinem LKW. Ja, und daneben wird er halt auch ein bisschen Klaps, hä? So? Überholt mich hier auf der blöden Straße und ich wurde gerade irgendwie wieder in einen Unfall verwickelt. Ist mir jetzt aber wurscht hier. Weil mein Blinker geht nicht aus, gut, jetzt. Ja, du hast ja keine richtige Sichtweise, wo jetzt so die Fahrspur sein soll hier. Ja. Also jetzt siehst du es mal aber. Ich fahr gleich tanken. Okay. Soll ich das mitbringen?
Ja, du mit deiner Solo-Maschine da kannst mich ja locker überholen. Ja. So, wie gesagt, wir haben hier einen Coca-Cola-Auflieger voll mit Erbsen, Kichererbsen. Bisschen Erbse. Und du fährst auch Erbsen. So, wie viel hattest du getan? Wie teuer war das bei dir? Ey, 1,40? ja, 1,40 oder so. Haha. Ich bin hier in Tschechien an der Tankstelle und bezahle nur 1,39. Ah, siehst du? So, einmal voll tanken bitte. Mal gucken, wie viel reinpasst. Nicht viel, denke ich mal. Nö, 300 Liter. Och, 330 Liter habe ich getankt. Das sind nur 461 Euro. das ist gar nicht. Ja, so viel passt auch nicht so ein Ami-Truck, beziehungsweise der schluckt ziemlich viel. Ja, die haben hier, die unsere sind ja ein bisschen so gebaut, dass da ein bisschen mehr reinpasst. 700 Liter Tanks und so, ne? So, ich bin jetzt hier unten auf der Fähre. Ich fahre jetzt runter zur Fähre. Also wir kommen heute sogar noch in der Folge nach England. Cool. So, fährst du mal. Ja, hier ist der Fährhafen. Fahr! Jetzt muss ich aber erstmal gucken, weil ich habe das noch nicht gemacht. Fahr! Geht doch. Ja, wir sind hier unten am Hafen und fahren mit dem Schiff rüber. Nicht mit dem Zug? Ne, hier ist sogar eine holländische und eine England-Flagge. Würde auch gerne mal wieder mit dem Zug fahren. Hier steht ein schönes Schiff. Herrlich. So, wo müssen wir denn hin? Parkplatz. Geht er jetzt hier? Nein, nee, der geht hier vorne bestimmt rein, wa? Jungs. So, wie gesagt, wir fahren jetzt hier auf dem Parkplatz. Da werde ich noch mal kurze Pause machen und dann werden wir rüberfahren mit der Fähre nach Holland. Nach Holland. Ihr wisst schön. Nach England komme ich jetzt hier rein. Denk an den Verkehr. Bin ich denn jetzt hier richtig? Ja. Upsa, das wird ein bisschen eng. Ja, jetzt stecken wir fest. Die Einfahrt war ein bisschen enge, oder? Ja, es ist ja gut, lieber Freund. Fahr mal bitte weiter zurück, los. Kannst doch nicht ändern. Fahr mal, müssen wir halt ein bisschen aushöhlen. Das sieht schon besser aus. Alles enge hier. So, wir fahren jetzt hier gerade durch so ein komisches Portal. Okay. Also ich bin jetzt mitten im Hafen drinne. Werd mal mich noch mal schnell hier herstellen. Am besten stellen wir uns gleich hier neben die. Weil es wird wahrscheinlich, muss ich mich ja erstmal anmelden, ne? So einfach geht's ja nur nicht. Handbremse gezogen. Werden wir mal schnell uns mal nochmal anmelden im Fährhafen. Mal sehen, was ich hier bezahle, wa? Was wirst du denn schätzen? 690 600? 90 Okay. Euro. Ja, gut. Bin ich mal gespannt. Ich drück 8 die. Stunden Zug, 8 Stunden Schifffahrt. Oh Gott. So. Werden wir jetzt mal wieder heraus uns ausfragen? Können wir gleich hier rum? Ne, können wir nicht rum. Also müssen wir jetzt rückwärts fahren. Rückwärts brauchen wir einen Einweiser oder gute Spiegel. Also haben wir noch Spiegel, also machen wir nur das an. So. Dann werden wir uns jetzt mal hier ganz genüsslich ausfragen. Mit unserem Coca-Cola-Auflieger. Ja, ich habe so einen blauen Stahlcontainer hinten drauf. Ja, So ein Schiffscontainer. den hätte ich ja auch getippt, so für Erbsen, aber ein Coca-Cola-Auflieger. Okay. So, gut. Wir fahren auf die Fähre.
Ganz schön. So, und da werden wir jetzt mal rüberfahren nach England. Knack. So, Eingabe. Okay. 1212, 16 Stunden. Oh, der Pferd musste weiter nach oben. Müssen wir erst mal gucken. Ich werde das Billigste nehmen. Dann fahre ich erstmal noch mal ein Stück durch England durch. Okay, ist eigentlich gut. Ja. Was der Zeit? So, und wie mache ich das jetzt hier? Klickst du raus und bestätigst du das? Ich muss auf drauf drücken. Wählen Sie Ja. eine Verbindung und dann muss ich abbrechen drücken was. Nee, auf die Verbindung drücken. Hab ich. Geht ja nichts. Du musst es eigentlich bestätigen, dass du fahren willst. Boah, durch, oder bist du schon da? Nee. Nee, ich kann ja nicht bestätigen. Hä? Wählen Sie eine Verbindung. Ich kann nur abbrechen. Ach, jetzt! Ich muss also abbrechen drücken. Lol. Leute, was hab ich denn jetzt gedrückt? Wo bin ich denn jetzt angekommen? Müssen wir mal kurz auf die Karte gucken. Ach, wir sind gleich oben angekommen. Gut. Ja, dann haben wir es halt nicht mehr so weit bis nach Edinburgh. Dann ist das gut. Wollte ich eigentlich nicht, aber ich war jetzt ein bisschen verwirrt. Ja, so oft fährst du ja nicht mit der Fähre, ne? Warum hupt denn das hier? Ach, ich bin im Hafen. Alles klar. Hörst du das nicht? Nö. So, jetzt darf ich aber nicht vergessen, dass hier Linksverkehr ist. Und ja, jetzt wirklich schneit. Mein Hub hörst du ja auch nicht. Nee. Das ist der Vorteil, wenn man mit Kopfhörer aufnimmt. So, hier ist schon mal die schöne, das schöne England. Das schöne Ja, England. ich hab's auch schon fast geschafft. Aber nur fast. Muss mal gucken. Also ich darf jetzt hier nicht verwirrt werden, weil ich das jetzt so fahre wie in Deutschland. Oder im europäischen Raum, ja. Ja, wir müssen geradeaus fahren und ich fahre nach unten. Das ist ja auch, glaube ich, schon passiert, ne? Oh Mann, ich fahre auf der anderen Seite wieder hoch. Ey, es könnte sogar sein, dass ich das eine Folge schaffe, ey. Lalalala. So, wie muss ich denn jetzt einen Kreisverkehr fahren? Links. Ich muss jetzt das wirklich überlegen, ey, das ist. Links außen. Gut. Ja, das ist schon ein bisschen schwieriger. Alter, wir müssen hier drüben bleiben. Wir müssen mich erstmal dran gewöhnen. Ich muss noch 2 Stunden, 2,5, 146 Kilometer muss ich noch fahren. Es ist schon komischer. Oh. Das wird eng mit der nächsten Pause. Hoffentlich rammt mich jetzt hier keiner. Schade, dass ich nicht in deiner Nähe bin. Also die Gewohnheitssache. Warum haben die es nie gelernt zu fahren wie wir? Vielleicht wollten die es nur nicht. Ah. Ach, schade, ich muss gleich runter von der Autobahn. Das 100, heißt, ich habe es fast geschafft. 161 Kilometer noch. Oh, okay. Also ich habe schon gespart. Ich habe ein bisschen mehr bezahlt, aber ich habe gespart. Mit dem Benzin, ja. So, wir müssen runter.
Ich sehe schon Wien, das Schild. Ja. Siehst du schon die Berge? Lol. Ich nehme Wien ja von hinten. Das hört sich gerade verkehrt an. Ja. Oder? Ich Bisch. nehme Wien. Auch wie die mich hier überholen, das ist so ungewöhnlich. Ja. So, Glasgow, Newcastle, da wollen wir nicht hin, wir wollen nach Edinburgh. So, klack, klack. Muss mal von oben gucken, da habe ich eine bessere Übersicht. Gerade wenn ich durch eine Kurve fahre. Ja. Ja, Autobahn ist ja, Was? Autobahn ist ja noch bekloppter. Ja. Und gerade überall die Blitze. Ja. Das Problem ist, ich habe jetzt das Lenkrad nicht auf der richtigen Seite. So, hier ist ein Flugplatz in der Nähe. Willkommen in Wien. So, ich werde aber heute trotzdem zwei Parts draus machen, das nützt nicht, weil wir sind ja jetzt schon wieder fast bei 17 Minuten. Und habe jetzt noch 2 Stunden 15. Und Ja, werde dann mal einen schönen Parkplatz raussuchen, wo ich dann mal Pause mache und vielleicht heute mal die Folge etwas kürzer mache. So, hier vorne wird es schön bewölkt, oder? Also es wird wohl anfangen mit Regnen, Schneien, Gewittern. Oder Hageln, oh. hoffentlich nicht, bei mir ist das Fenster auf. So, ich bin jetzt mal gespannt hier. Service, 200 Meter. Hier ist eine Tankstelle. Ob wir jetzt mal hier runterfahren. Nee, von mir fahren wir mal noch nicht runter. Oh, wenn ich in Wien bin, sollte eine alte Freundin von dir grüßen. Ach du Gott. Die überhaupt noch lebt. Ja, ich habe letztens was von ihr für gelesen. Oh, die wird schon existieren mit ihren Pferden. Und mit ihren Katzen. So, das ist schönes englisches Land hier. Jo, ich bin in Wien und das ist auch schön hier. Ja. Muss ich schon sagen, wenn ich das so von hinten gucke. Ich fahr gerade an den See vorbei. Ich fahre gerade über einen Damm. Boah, ist das schön gemacht. Ein Dorf auf der rechten Seite. So, dann gehen wir wieder rein. Wenig Verkehr hier. Ja, bei mir geht's auch noch hier. Ja. Ich muss den Berg hoch, ich muss ein bisschen mehr Gas geben jetzt. Sonst bleiben wir hier noch stecken. Hier ist ja gar nicht geräumt. Vielleicht solltest du vorne eine Schaufel anbringen oder so. Ah. Ja, also es wird ziemlich düster hier oben. Wird So, ich wohl bin gerade über die Grenze gefahren. so wird in Deutschland. In Wien. Ach, in Wien immer noch.
Also Tschechien raus, offiziell. So, Parkplatz in 200 Metern, den werde ich jetzt nutzen. Und würde nur sagen, machen wir heute hier unsere Ruhe. Jetzt hab ich schon Parkplatz verpasst. Komm ich hier vorne nochmal rein? Geil. Lol, Warnblinker an. Ich muss jetzt ein bisschen ausholen. Ich komme hier noch rein, aber ich muss ja ausholen, definitiv. Total Schaden. Hey, was denn jetzt? Fahr doch mal weiter mit deinem Holztransporter. Ach, Junge! Junge! Motorfunktion wäre schon noch. Scheiße! So. Ein sehr, sehr schöner Parkplatz. Gott sei Dank mit zwei Einfahrten. Wir sind nämlich in Schottland. Also, wir sind nicht mehr in England. Wahrscheinlich schottische Grenze. Ich habe ein Problem. Ja. Was denn? Ich habe gerade total einen Crash gehabt. Okay. Jetzt zeigt mein Mut, jetzt zeigt mein schöner Computer an. Suchen Sie bitte eine Werkstatt auf. Oh oh. Ja. Ich hoffe, ich schaffe das noch. Aber es sieht schlecht aus. So, dieser blöde LKW will nicht weiterfahren. Ich komme ja also auch nicht weg. Bleiben wir jetzt hier gleich beim Fahren stehen. Ich habe hier neben mir Kühe. Das ist der Landwirtschaftssimulator. Sofort Werkstatt aussuchen. Ich habe 62% ja. Schaden. Ja. Genau, so. Ich stehe auf dem Parkplatz bei der Grenze zu Schottland. Über mir weht die Fahne. Ja, und ich muss mich abschleppen lassen und werde direkt nach Wien gebracht. Das kostet mich über eine Stunde. Uiuiui. Da muss ich noch die Reparatur bezahlen. So, also ist gar nicht, vielleicht so gar nicht so schlecht, dass ich jetzt hier gleich Pause mache, weil es zieht wahrscheinlich schon Unwetter auf. So wie ich das sehe. So, Wartung. Au. Das Fahrwerk hat 62% Schaden. Der Motor, der Fahrer, hier, das Fahrhaus hat 50% Schaden. Motor hat 31% Schaden. Eieieiei. 66.776 Euro. Na super. Gut, Basti, ja. Ich würde jetzt sagen, beende ich jetzt die Aufnahme und werde dann den zweiten Part den Rest fahren. Ja, da wirst du zustoßen. Genau, und ich bedanke mich erstmal, dass du mitgemacht hast und an die Zuschauer. Wenn es euch gefallen hat, lasst bei uns ein Like da oder ein Abo und chillen Kommi. Ja, genau. Und wir sehen uns dann den zweiten Part wieder. Genau, ich fahre hier in den Seite, aber sag schon mal bei dir auf Wiedersehen. Und ich freue mich schon auf die nächste Fahrt mit dir. Richtig. Ciao, ciao. Ciao. Wird doch nicht.